Im Bundestag kann das Geschehen weitergehen und das wird es auch, nämlich mit dem nächsten Tagesordnungspunkt nationale Sicherheitsstrategie. Das ist ein Gesetz, ein Antrag der CDU-CSU, heute Morgen auch schon bei uns im Interview Thema gewesen. Und Johann Wadephul ist der erste Redner für die CDU-CSU in dieser Debatte. Er ist der zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die Union fordert in ihrem Antrag, diese nationale Sicherheitsstrategie sofort einzuführen. Einen nationalen Sicherheitsrat fordert sie. Der soll angesiedelt sein im Kanzleramt. Da hat sich die Ampel ja schwer getan, sehr gestritten. Soll es ins Auswärtige Amt, ins Kanzleramt. Und wie jetzt zu hören ist, wird in den 40 Seiten, die abgegeben wurden, in die Häuser und beraten werden, jetzt offensichtlich dieser Punkt gestrichen. Es wird keinen nationalen Sicherheitsrat geben. Das ist zumindest durchgesickert. Das findet die Union grundfalsch. Und Johann Wadephul wird das jetzt auch noch einmal begründen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen am Ende einer denkwürdigen Woche. Wo selten zuvor in der Geschichte unseres Landes hat eine Regierungskoalition ein derart desolates Bild geboten wie in den vergangenen Tagen. Als Summenstrich des tagelangen Debakels, das man offiziell als Koalitionsausschuss firmieren ließ, kann man folgende Feststellung treffen, Herr Kollege Lambsdorff. Diese Koalition agiert handwerklich miserabel. Sie ist nicht dazu in der Lage, die brennenden Fragen unseres Landes, ich sage nur Stichwort Haushalt, anzugehen. Sie setzt ihre eigene mit pompösen Worten getroffenen Vereinbarungen und Pläne nicht um. Sie produziert heiße Luft zu horrenden zukünftigen Kosten. Sie kommt nicht zu Potte. Und sie streitet wie die Kesselflicker vor dem versammelten Publikum der Öffentlichkeit, das nicht weiß, ob es sich kopfschüttelnd abwenden oder vor lauter Angst um die weiteren 2 Jahre dieser Koalition die Augen verschließen soll. Das ist die Geschichte dieser Woche, aber das ist bei weitem nicht die Ausnahme. Denn wenn man das große Aplomb des Koalitionsvertrages, das angekündigte Projekt einer nationalen Sicherheitsstrategie betrachtet, dann ist die eben geschilderte Betrachtung bedauerlicherweise nicht anders. Ein völlig verkorkstes Verfahren, in das die Länder sich bisher nicht haben einbringen können, das von Ressortegoismen bestimmt ist und das völlig aus dem Zeitrahmen gefallen ist. Sie haben es nach bald 15 Monaten nicht geschafft, Ihrer eigenen Ankündigung nachzukommen, binnen eines Jahres eine Sicherheitsstrategie vorzulegen. Das ist nicht nur ärgerlich für Sie, weil Sie an Ihren eigenen Maßstäben scheitern. Das ist sicherheits- und außenpolitisch verheerend für dieses Land. Denn seit einem Jahr hat sich durch Russlands Angriff die Welt fundamental verändert. Wir werden bedroht. Gerade in der Debatte wurde auch noch mal gesagt, wirtschaftlich bedroht, sehr direkt. Die Lage ist gefährlich. Und Sie schaffen es nicht, nach dem 24. Februar 2022 dazu eine klare Lageanalyse binnen eines halben Jahres oder 9 Monaten mit Handlungsoptionen in Form einer gemeinsamen Strategie vorzulegen. Die NATO hat in nur einem halben Jahr genau dies getan, als sie im Sommer des vergangenen Jahres ihr neues strategisches Konzept vorgelegt hat. Die Europäische Union hat binnen weniger Wochen reagiert und ihren strategischen Kompass in Teilen neu gefasst. Und Sie bekommen es nicht hin, ein von Ihnen selbst angekündigtes Projekt, das plötzlich eine tatsächliche Dringlichkeit entwickelt hat durch den Krieg, konzentriert und ergebnisoffen umzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist insbesondere bemerkenswert, da es ja vor früheren Bundesregierungen sogar gelungen war, ein Weißbuch binnen 12 Monaten zu entwickeln, abzustimmen in allen Ressorts. Und jetzt haben wir Ende März 2023 und es liegt noch immer nichts vor. Weder eine Sicherheitsstrategie noch die daraus zu entwickelnden Folgedokumente der einzelnen Ressorts bzw. der Gesamtregierung. Denn keine Sicherheitsstrategie heißt keine Afrika-Strategie, keine China-Strategie, keine neue Konzeption der Bundeswehr, kein neues Fähigkeitsprofil. Alles wichtige und wegweisende Handlungsanleitungen, die dringend gebraucht werden. Wir erleben eine Ampel, die offensichtlich sicherheitspolitisch völlig strategielos ist. Denn im Sahel
herrscht ohne Afrika- oder Sahel-Strategie ein ziemliches Wirrwarr, was die Einsätze der Bundeswehr und deren Zukunft angeht. Ohne China-Strategie wird munter chinesischer Einflussnahme im Hamburger Hafen und in unsere kritische Infrastruktur Tür und Tor geöffnet. Und die Bundesregierung begibt sich in die Endphase eines Planungsprozesses der NATO für die kommenden Jahre, ohne sich selbst vorher vergewissert zu haben, was man denn im Bündnis bereit ist zu leisten, welche Rolle, welche Verantwortung man dort übernehmen will. Und ohne eine echte strategisch abgeleitete Festlegung wird in Form eines politischen Faustkampfes um die Eckwerte des Haushaltes 2024, des letzten übrigens vor dem Wahlkampf, gestritten. Ach so, ja, die Eckwerte, sie verspäten sich natürlich auch. Statt also endlich mit Strategie und Verstand vorzugehen, kostet der Streit Monate Zeit. Das Einzige, worauf Sie sich jetzt verständigt haben, ist der Begriff integrierte Sicherheit. Und ich bin gespannt, wie Sie ihn von dem Begriff vernetzter Sicherheit, den wir bisher benutzt haben, abgrenzen. Übrigens ohne das Wort vernetzt dabei zu benutzen. Das ist also wirklich kein neuer Ansatz. Denn eine integrierte Sicherheit, die bräuchte eine wirkliche Fortentwicklung. Die bräuchte einen strukturellen Schritt, einen Folgeschritt, nämlich die Etablierung eines nationalen Sicherheitsrates. Dass dieser nicht kommt, zeigt das Scheitern dieser Koalition. Eine echte sicherheitspolitische Zeitenwende gelingt Ihnen nicht. Der Kollege Lechte, der außenpolitische Sprecher der Freien Demokraten, hat das dieser Tage noch einmal auf den Punkt gebracht. Leider wird der Nationale Sicherheitsrat, so sagt er, nicht begründet werden. Aus Sicht der FDP, und da hat sie recht, sage ich, für die Union, wäre der Nationale Sicherheitsrat der richtige Ort gewesen, die geopolitischen Veränderungen zu beobachten, zu bewerten und der Bundesregierung Handlungsempfehlungen zu geben. Zitat Ende. Ja, lieber Kollege Lechte, liebe FDP, leider und wäre sind Ausdrücke des Scheiterns. Dass Ihr Scheitern, aber das ist auch ein Scheitern der Bundesregierung. Das ist ein Scheitern an dem Egoismus des Außenministeriums, der Außenministerin, die darauf besteht, dass diese Institution, die natürlich ins Kanzleramt gehörte, darauf besteht, dass das ins Außenministerium kommt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Deutschland schlecht vorbereitet für die nächsten Jahre. Das ist ein sicherheitspolitisches Risiko, für das wir hoffentlich alle nicht irgendwann bitter bezahlen müssen. Wir rufen Sie dringend an, raufen Sie sich zusammen. Danke. Ich hatte es erwähnt, 40 Seiten ist die Fassung jetzt lang, ist jetzt in den Ressorts zur Abstimmung. Zu einer Kurzintervention der Kollege Lechte, weil er auch gerade angesprochen wurde. Der Lechte aus der CDU-CSU. Nein, ist FDP-Fraktion. Pardon. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Wadefuhl, es ist Ihnen nach 16 Jahren in Regierungsverantwortung sehr wohl bewusst, dass es innerhalb einer Koalition unterschiedliche Vorschläge gibt, dass man am Ende dann zu entsprechenden Konsensen kommen muss, die auch in Deutschland Kompromiss genannt werden. Und dementsprechend spricht ja nichts dagegen, dass wir an dem Ziel eines Nationalen Sicherheitsrats als FDP weiter festhalten und das auch befürworten. Und es freut uns auch, dass die Union das ähnlich sieht. Aber schlussendlich ist es wichtig, dass wir als Koalition eine gute, wertige nationale Sicherheitsstrategie auf den Weg bringen. Da sind wir gerade in der finalen Abschlussrunde. Und das, was ihr heute hier veranstaltet, ist nichts anderes als das übliche Oppositionstheater, was ihr sehr, sehr gut gelernt habt jetzt offensichtlich. Ich freue mich auch auf die nächsten Jahre mit euch in der Opposition. Aber Sie nicht? Naja, also ich freue mich da schon. Aber ich möchte wirklich festhalten, für uns ist es wichtig, dass wir ein gutes Papier auf den Weg bringen. An der Idee des Nationalen Sicherheitsrats wird die FDP als Partei festhalten und das auch weiter in den Programmen halten. Ich bin dankbar, dass Sie uns heute die Möglichkeit geben, über die Erfolge, die wir in der Nationalen Sicherheitsstrategie vorlegen werden, zu diskutieren. Herzlichen Dank dafür. Herr Wadefuhl, möchten Sie reagieren?
So viel in Herr Lechte, Kürze. Herr Lechte, würden Herr Kollege Sie vielleicht Lechte, stehen bleiben? Die Union ist immer bereit, gemeinsam mit der FDP politische Wege zu beschreiten, aber nicht in der Opposition. Unser Anspruch ist es, zu regieren, da Sie gerade eben zum Ausdruck gebracht haben, Sie würden mit uns eine gemeinsame Rolle in der Opposition suchen, dann sind das wahrscheinlich schon die ersten Abschiedsworte an die Partner, die jetzt rechts von Ihnen sitzen. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Ich will nur Folgendes zu dem Thema sagen. Diese Frage eines Nationalen Sicherheitsrates ist ja, wie jeder weiß, nicht trivial. Und da müssen in der Tat auch, Innenminister Beuth ist ja dabei, die Bundesländer mit einbezogen werden. Sie haben ja sich nicht vorgenommen, eine Sicherheitsstrategie der Bundesregierung zu formulieren, sondern eine nationale Sicherheitsstrategie zu formulieren. Und das haben Sie seit über einem Jahr nicht geschafft. In Zeiten, wo Krieg in Europa herrscht. Und das wird auch durch wohlfeile Wortmeldungen hier, lieber Herr Kollege Lechte, nicht besser. Diese Koalition müsste liefern und sie kann nicht liefern. Und gerade auf sicherheitspolitischem Bereich ist das besonders bedrückend. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Nils Schmid. Nils Schmid ist der außenpolitische Sprecher der SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Sie alle beruhigen. Die nationale Sicherheitsstrategie kommt, sie ist in der Ressortabstimmung und sie wird inhaltlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland alle sicherheitsrelevanten Bereiche in einem 360-Grad-Blick zusammenfassend bearbeiten und wird das Konzept der menschlichen Sicherheit und den Ansatz der vernetzten, der integrierten Sicherheit ausbuchstabieren. Und das ist weitaus mehr als nur die Wiederauflage eines Weißbuchs der Verteidigung. Und deshalb wollen wir mal nicht so streng sein, auf ein paar Wochen hin oder her, kommt es da nicht drauf an. Entscheidend ist, wir werden in wenigen Wochen das Ergebnis präsentiert bekommen. Und alles, was ich bisher gesehen habe, zeigt an, es wird ein gutes sein. Und dann, lieber Herr Wadephul, dann können wir auch nicht mit dem Schleier der Unwissenheit über solche Themen diskutieren, sondern über die Substanz. Und die Substanz wird sein, dass wir ein klares Bekenntnis dieser Regierung zu der Vernetzung von innerer und äußerer Sicherheit ablegen werden, dass wir die verschiedenen staatlichen Ebenen möglichst kooperativ zusammenfassen wollen, um diese Ziele zu verfolgen, dass das Thema des gerechten Handels, der nachhaltigen Entwicklung entsprechend dort behandelt wird. Und wir werden auch mit Blick auf die NATO ohne Zweifel ein klares Bekenntnis zu dem 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben abgeben. Also alles wichtige Punkte, wo schon jetzt feststeht, dass die Bundesregierung hier Kurs hält. Gleichzeitig werden wir, und das sei mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen gesagt, auch die anderen Bereiche der internationalen Verpflichtungen Deutschlands klar benennen und uns dazu bekennen, dieses auch finanziell zu unterlegen. Also in diesem Sinne freuen wir uns auf die nationale Sicherheitsstrategie, freuen wir uns dann auf eine inhaltliche Debatte und dass schon im Vorgriff auf die Ausarbeitung die Regierung ja handelt und neue Akzente in der Außenpolitik setzt, ist ja deutlich geworden. Ich nenne mal den Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit indopazifischen Partnern, die Einrichtung von Regierungskonsultationen mit Japan, die Reisen von Ministern und vom Bundeskanzler nach Afrika, nach Lateinamerika, das Bewusstsein, dass wir zusammen mit europäischen Partnern viele Partner in der Welt, im globalen Süden brauchen, um unsere Interessen durchzusetzen, all dieses war auch schon ohne nationale Sicherheitsstrategie Konsens und war handlungsleitend für diese Regierung. Und da muss ich sagen, ob wir dann noch einen nationalen Sicherheitsrat als neues Gremium mit Bürokratie einrichten oder nicht, ist zweitrangig. Ich will mal für meine Person festhalten, im Unterschied zu manch anderen bin ich nicht strukturgläubig. Entscheidend ist doch, dass der politische Wille, angefangen vom Bundeskanzler bis hin zu den Ministerinnen und Ministern, da ist, die Dinge zusammenzudenken und entsprechend zu handeln. Und natürlich ist in einem parlamentarischen Regierungssystem die Einrichtung eines solchen neuen Gremiums logischerweise im Bundeskanzleramt vorzusehen. Aber wir brauchen das nicht zwingend, sondern wir wissen auch aus der Erfahrung in Japan, in Großbritannien, dass
Das Entscheidende ist, dass die politische Spitze, nicht Staatssekretär oder Beamte, sondern die politische Spitze, Regierungschef und Ministerinnen und Minister, über China, über Indopazifik, über Weltraumsicherheit zu einer gemeinsamen Verständigung kommen und nicht nur ad hoc, wenn eine Krise ansteht, sondern strukturiert. Und ich bin überzeugt davon, dass auf der Grundlage der Sicherheitsstrategie dies auch ohne ein neues Gremium gelingen kann und dass der politische Wille da ist. Und dass wir ihn befördern können, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegt in unserer Hand. Denn wir werden in der Tat diese nationale Sicherheitsstrategie sofort im Parlament beraten. Also meine Vorstellung ist, Beschluss im Kabinett, schwuppdiwupp kommt sie rein und dann können wir darüber diskutieren. Und so soll es ja sein. Der erste Empfänger der nationalen Sicherheitsstrategie ist das Parlament, damit wir über diese Dinge gemeinsam diskutieren können. Und das sollten wir jedes Jahr wiederholen. Da sollten wir uns eine Selbstverpflichtung auferlegen, jedes Jahr eine große sicherheitspolitische, außenpolitische, internationale Generaldebatte führen. Und das unterlegen wir idealerweise mit Anhörungen in den Fachausschüssen, zuvörderst im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, um die Umsetzung zu begutachten. Und dann haben wir was Rundes. Dann haben wir die Regierung, die gemeinsamen politischen Willen entwickelt. Wir haben eine Aufwertung der außenpolitischen Diskussion im deutschen Parlament. Und dann fragt kein Mensch mehr, ob es einen Sicherheitsrat gibt oder wann es einen gibt oder nicht, sondern dann ist das deutsche außenpolitische Handeln geeint. Das ist unser Ziel und wir werden das hinkriegen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nils Schmidt voller Optimismus. Die nationale Sicherheitsstrategie stand schon im Koalitionsvertrag. Der Ampel sollte im vergangenen Jahr kommen. Will ich fragen, ist noch ein Mitglied im Hause, bevor ich in wenigen Minuten die Wahluhren schließen lasse im Haus, das noch nicht abgestimmt hat? Da läuft im Hintergrund ja immer noch die namentliche Abstimmung über die Verlängerung der Atomkraft von der Union gestellt. Ja, also ich hatte gerade gesagt, die nationale Sicherheitsstrategie war und ist heftig umstritten zwischen den Ampelfraktionen. Man hat sich jetzt in den letzten Wochen, so ist zu hören, auf verschiedene Dinge geeinigt und 60 Seiten sind jetzt in die Abstimmung gegangen, 19:40 in die Abstimmung gegangen und irgendwann wird dann die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt werden hier im Parlament. Der nächste Redner, Joachim Wundrack für die AfD, er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Kollege Merz hat natürlich recht, wenn er in den Medien die Ampelkoalition wegen fortgesetzter Verschleppung der mit großen Worten angekündigten nationalen Sicherheitsstrategie scharf kritisiert. Es ist seit Jahrzehnten ein oft festgestelltes Manko, dass die nationalen strategischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland nicht klar und offen definiert und kommuniziert werden. Ressortegoismen und parteipolitische Taktiererei haben jeweils jeden Ansatz dazu torpediert. Und so wurde über Jahrzehnte sicherheitspolitisch auf Sicht gefahren und, wie wir heute feststellen müssen, mit fatalen Folgen. Dabei ist es unabweislich, die prominenteste Kernaufgabe des Staates, seinen Bürgern innere, äußere, soziale und wirtschaftliche Sicherheit zu garantieren. Und es war daher ein großer Fehler, die nun endlich beschlossene Erarbeitung einer nationalen Sicherheitsstrategie in die Federführung des Auswärtigen Amtes zu geben. Eine nationale Sicherheitsstrategie ist schon vom Grundgedanken her absolute Chefsache und muss daher zwingend im Kanzleramt verantwortet werden. Über die Inhalte des wohl innerhalb der Koalition strittigen Ressortentwurfs des AA ist wenig bekannt. Es steht allerdings zu erwarten, dass dieser Entwurf vor allem grünen ideologischen Vorstellungen folgt und weniger die Interessen der Mehrzahl der deutschen Bürger berücksichtigt. Nun hat also die Ampelkoalition zudem beschlossen, auf die Einsetzung eines Nationalen Sicherheitsrates zu verzichten. Die AfD hat schon in ihrem Wahlprogramm 2017 die nationale Sicherheitsstrategie gefordert und Anträge zur Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrates zu einem Nationalen Sicherheitsrat ins Plenum eingebracht, zuletzt vor 10 Monaten am 2. Mai 2022. Und dazu haben wir einen nationalen Sicherheitsberater mit Stab im Bundeskanzleramt und zur parlamentarischen Kontrolle ein entsprechendes Gremium des Deutschen Bundestages gefordert. Ich muss nicht betonen, dass unser Antrag unter den üblichen Beschimpfungen und Unterstellungen strikt abgelehnt wurde. Der interessierte Wähler wird dies zur Kenntnis genommen haben.
Doch wenige Tage später, am 9. Mai, hat die FDP einen Beschluss ihres Bundesvorstandes gefasst über die, ich zitiere, Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates, um den neuen Sicherheitsherausforderungen wirkungsvoll zu begegnen. Die CDU-CSU-Fraktion hat etwas länger gebraucht, um die Argumentationslinie der AfD aufzugreifen. Am 7. November letzten Jahres fand ein Fachgespräch zur Konzeption für einen nationalen Sicherheitsrat statt. Und schließlich fordert der Kollege Dobrindt von der CSU am 8. Januar diesen Jahres bei ihrer Klausur in Seon dringender denn je die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates und des Postens eines obersten nationalen Sicherheitsberaters. Es ist also festzustellen, dass es in diesem Haus eine liberal-konservative Mehrheit zur umgehenden Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates gibt. Und es ist weiter festzustellen, dass Deutschland das einzige Land der G7-Staaten ist, das über keinen nationalen Sicherheitsrat verfügt. Und nach Aussagen aus der SPD-Fraktion, wir haben es eben gehört, soll das auch so bleiben. So wird auch eine nationale Sicherheitsstrategie ohne einen solchen Rat, der für die Umsetzung verantwortlich ist, lediglich ein weiteres Stück Papier bleiben. Und so ist zu befürchten, dass auch in künftigen Krisen auf Sicht gefahren und ad hoc behandelt werden, statt eine strategische Vorschau und damit Krisenvermeidungsstrategien zu ermöglichen. Auch wenn wir nicht alle Argumente der Begründung des vorliegenden Antrags teilen, stimmen wir dem Antrag der Union zu, um endlich Bewegung in die Sache zu bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In der Debatte um eine nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland, ein Antrag der Union, hat jetzt als Nächster das Wort Jürgen Trittin. Er ist der Sprecher für Außenpolitik der Bündnisgrünen. Jetzt kommt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung. Die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich, mit der Auszählung zu beginnen. Oh, da war ich ein bisschen zu schnell. Es ist gerade erst geschlossen worden. Das ist der Antrag, wie gesagt, der CDU-CSU. Da geht es um die Verlängerung der Atomkraft. Hat sich die amtierende Präsidentin ausdrücklich vorbehalten, nachträglich Ordnungsmaßnahmen zu verhängen. Nach Durchsicht des Protokolls erteile ich im Namen von Vizepräsidentin Özus gegen die Abgeordnete Beatrix von Storch einen Ordnungsruf wegen der beleidigenden und damit unparlamentarischen Bezeichnung eines Kollegen als Nazi. So, das war ein Ereignis von gestern, wurde beraten und jetzt, also Frau von Storch versteht gar nicht, was ihr da passiert ist, aber sie hat offensichtlich einen Kollegen mit Nazi betituliert, das wurde jetzt hier gerügt von der Bundestagspräsidentin. Jürgen Trittin, den ich vorhin schon mal ansagte, ist der außenpolitische Sprecher der Bündnisgrünen. Meine Damen und Herren, ja, das ist manchmal schwer so in der Opposition, wenn man da ist und sich hier hinstellt, mit großer Geste sagt, 15 Monate haben Sie es nicht auf die Reihe bekommen, und dann aber die Frage nicht beantworten kann, warum man es 16 Jahre nicht auf die Reihe bekommen hat. Wie war denn das? Wie war denn das, als der Offizierssohn Thomas de Maizière ein Weißbuch vorlegte für das Verteidigungsministerium? Da musste der Herz-Jesu-Sozialist der CSU, Gerd Müller, gleich eine globale Entwicklungsstrategie daneben legen. Aber was sie nie hinbekommen, war eine gemeinsame Strategie einer Bundesregierung. Das lag übrigens, wie Sie an dem Beispiel gemerkt haben, in dem Fall nicht an der SPD, sondern an ihrem Verhältnis zwischen CDU und CSU. Zur Ehrlichkeit einer solchen strategischen Debatte gehört es, dass man die eigenen Irrtümer und Fehler korrigiert. Und ich hätte mir das gewünscht, lieber Kollege Wadepuhl, dass Sie den Versuch wenigstens unternommen hätten. Es ist ja nicht so, dass ich Ihnen aus Spaß hier die 16 Jahre vorhalte, weil es zum Ritual gehört, sondern der Umstand, dass Sie von 2010 bis 2022 die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas von 30% auf über 55% gesteigert haben. Das war sicherheitspolitisch verheerend, und das ist Ihre Verantwortung gewesen. Ich sage das nur, dass wir uns der Realität stellen müssen, dass ein Land, was zu 70%
zu 70% in seiner Energieversorgung beim Bezug von Öl, Gas, Kohle und übrigens lange Zeit auch Uran von Importen abhängig ist. Ein solches Land ist nicht souverän. Und da merken Sie, dass die Reduktion Ihres Antrages aufs rein Militärische gar nicht funktioniert. Wir mussten dies in Jahresfrist korrigieren, was Sie zu verantworten hatten. Und das ist einer der Ausgangspunkte für unsere nationale Sicherheitsstrategie. Aber die hat sich natürlich auch mit den eigenen Irrtümern zu beschäftigen. Alle Parteien, wir auch, ich auch, haben mal den Satz gesagt, wir in Deutschland sind von Freunden umzingelt. Das war falsch. Das war falsch. Da gibt es einen Freund, einen Nachbarn, der ist kein Freund. Im Gegenteil. Und darauf müssen wir reagieren. Wir brauchen also die Bundeswehr nicht nur für internationale Missionen wie im Sahel und Ähnlichem. Wir brauchen sie auch für Landesverteidigung, für Abschreckung. Und das können wir nicht alleine. Wir brauchen dafür Alliierte. Deswegen ist die Einbindung Deutschlands in die Europäische Union, in die NATO essentiell und der Kern jeder Sicherheitsstrategie. Diese Sicherheitsstrategie muss zusammenpassen mit dem strategischen Kompass und dem strategischen Konzept der NATO. Und dieses Stück Korrektur eigener Irrtümer haben wir übrigens mit den Kollegen der Union gemeinsam angegangen, indem wir das Sondervermögen von 100 Milliarden aufgelegt haben. Wir beseitigen so die Defizite, die Deutschland in der Wehrhaftigkeit hat. Aber Wehrhaftigkeit allein ist noch keine Sicherheitsstrategie. Wir müssen nicht nur unsere gewollte Abhängigkeit von fossilen Ressourcen beenden. Nein, wenn wir Chinas Monopol auf seltene Erde, auf PV-Module, das ist nicht nur eine Marktverzerrung, dahinter steht Geostrategie. Globale Monopole auf Halbleiter, auch dies ist keine Frage nur für die Gefahr für den Industriestandort Deutschland, das ist Geostrategie. Also eine nationale Sicherheitsstrategie muss Deutschland, muss Europa resilient gegen wirtschaftliche Machtprojektion machen. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine solche Sicherheitsstrategie. Und schließlich die Klimakrise. Wir haben das dieser Tage noch mal per Report bekommen. Wir steuern auf eine Welt zu, die auf 4 Grad sich zu erwärmen droht. Das Folge hieße, dass die Hälfte der Erdoberfläche, die nicht vom Meer bedeckt ist, sich in Wüsten verwandelt. Dass andere Bereiche massiv von Überschwemmungen bedroht sind. Eine solche Entwicklung wird massive Migrationsbewegungen auslösen. Es wird Gesellschaften in Staatszerfall und Bürgerkriege treiben. Wir müssen endlich klar haben, dass die Klimakrise der Verlust an Artenvielfalt dabei ist, die Lebensgrundlagen zu zerstören. Und deswegen ist die Frage der Sicherheit der Lebensgrundlage auch ein wesentlicher Bestandteil einer solchen nationalen Sicherheitsstrategie. Integrierte Sicherheit von heute, die ist wehrhaft, die ist resilient und nachhaltig. Sie investiert in militärische Abschreckung und sie investiert in Entwicklung und Diplomatie. Sie begreift Klimapolitik nicht als Luxus, sondern als Chance, die Abhängigkeit Europas zu mindern und für Stabilität auf diesem Planeten zu sorgen. Wer die Rückkehr des Krieges nach Europa, die verschärfende Klimakrise, den Staatszerfall im Süden, die wachsenden Fluchtbewegungen, wer all dem entgegentreten will, der braucht diesen erweiterten Sicherheitsbegriff wehrhaft, resilient und nachhaltig. Und so korrigieren wir unsere und auch Ihre Irrtümer der letzten Jahre. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, komme ich zurück
Zur namentlichen Abstimmung. Mir liegt das Ergebnis vor über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strompreisbremsegesetzes sowie zur Änderung des Erdgaswärmepreisbremsengesetzes. Abgegebene Stimmen 647, mit Ja haben gestimmt 247, mit Nein haben gestimmt 398. Enthaltungen 2. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Da ging es um die Verlängerung der Atomkraft bis 2024 und 247 Ja-Stimmen. Da hat die Union dann die Stimmen auch noch der AfD für ihren Antrag bekommen. Jetzt als nächster Redner Gregor Gysi. Er ist außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union hat recht. Die Regierung hat bisher keine nationale Sicherheitsstrategie erarbeitet. Die Union hat es ja früher auch gar nicht versprochen, Sie schon. Und auch der Sicherheitsrat ist noch nicht gebildet worden. Allerdings habe ich meine Zweifel, ob wir den Rat wirklich benötigen. Aber egal. Der Konflikt zwischen SPD und Grünen bezieht sich ja auf China. Und deshalb gibt es einen Streit, wo der Sicherheitsrat hingehört. Entweder zur Außenministerin oder zum Kanzleramt von Wolfgang Schmidt und natürlich damit auch von Olaf Scholz. Liebe Union, weder Sie noch ich können das schlichten klären. Dazu haben wir keine Chance. Wenn man überhaupt einen solchen Rat schafft, dann gehört er meines Erachtens eher zum Kanzleramt als zum Außenministerium. Aber was ist der Streit? Frau Baerbock möchte eine scharfe Verurteilung Chinas und Herr Scholz möchte eine nicht ganz so scharfe Verurteilung Chinas aus geostrategischen Gründen. Vielleicht kann ja die chinesische Regierung zwischen Scholz und Baerbock vermitteln. Irgendeiner muss es ja hinbekommen. Allerdings die Wünsche der Union, der AfD und der Koalition nach mehr Aufrüstung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. 1990, als ich dem Bundestag das erste Mal angehörte, wurden umgerechnet 28 Milliarden Euro ausgegeben. Im letzten Jahr 50 Milliarden, in diesem Jahr 58,6 Milliarden Euro. Das ist doch beim besten Willen nicht nachzuvollziehen. Und das gemeinsame Ziel von Koalition, Union, AfD und NATO besteht in 2% des Bruttoinlandsprodukts. Das wären 77 Milliarden Euro. Dafür gibt es zwei Begründungen. Die erste Begründung ist, dass Panzer bei uns zum Teil nicht rollen, dass Schiffe nicht fahren und nicht tauchen können und dass Flugzeuge zum Teil nicht fliegen. Nun habe ich mich damit beschäftigt und festgestellt, dass Frankreich in etwa dasselbe Geld ausgibt wie wir. Nur dort rollen alle Panzer, dort fahren und tauchen alle Schiffe und es fliegen auch alle Flugzeuge. Vielleicht liegt es doch nicht an der Menge des Geldes, sondern an der Art, wie es ausgegeben wird. Und ich finde, dass der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss unter der bewährten Leitung der Kollegin Strack-Zimmermann, die ja eng verwoben sein soll mit der Rüstungsindustrie, dieser Frage einmal nachgehen sollten. Die zweite Begründung lautet, dass wir uns vor einem möglichen russischen Angriff schützen müssen. Nun wollen doch Finnland und Schweden in die NATO. Und sie begründen das damit, dass, wenn sie Mitglieder der NATO sind, Russland sie nicht angreifen kann, weil auch die russische Führung den Dritten Weltkrieg nicht will, der ja auch Russland ziemlich zerstörte. Und die Bundesregierung und die Union und die AfD teilen ja diese Begründung von Schweden und Finnland. Aber nun kommt der Logikbruch. Wenn tatsächlich Finnland und Schweden dann nicht mehr angegriffen werden können, wieso wir? Wir sind doch schon in der NATO. Also entweder sagen Sie, die Begründung von Finnland und Schweden ist Blödsinn, die stimmt überhaupt nicht, die können trotzdem angegriffen werden, oder Sie sagen, die stimmt, dann müssen Sie erklären, warum die dann nicht mehr etwas befürchten, was Sie nach wie vor befürchten. Und es ist doch offensichtlich, dass Russland ein NATO-Staat glücklicherweise nicht angriff. Jetzt haben wir natürlich eine Eskalation, Atomwaffen in Belarus. Was nimmt er als Begründung? Dass die USA auch bei Verbündeten Atomwaffen haben, zum Beispiel in Deutschland. Wir waren immer dagegen. Sie meinten, das erhöht unsere Sicherheit. Ich sehe das gänzlich anders. Aber jetzt haben Sie noch dem Putin eine Begründung geliefert. Und lassen Sie mich zum Schluss sagen,
Außenpolitisch brauchen wir endlich wieder eine Umkehr. Wir müssen zurück zu Deeskalation, Abrüstung, viel mehr Diplomatie, Interessenausgleich. Es gibt ja nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch die Interessen des Gegenübers und eine strikte Wahrung des Völkerrechts durch alle Seiten, selbstverständlich auch durch Russland. Und das Geld, das brauchen wir dringend für Investitionen, die uns wirtschaftlich, wissenschaftlich, kulturell und in der Infrastruktur voranbringen. Wir brauchen deutlich mehr sozialen Ausgleich, ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung und endlich eine Gleichstellung von West und Ost. Gregor Gysi war das. Der nächste Redner ist Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Der hat in den letzten Tagen doch ziemlich deutlich gemacht, dass er gerne einen nationalen Sicherheitsrat gehabt hätte. So sei das ein Ergebnis auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, hat Graf Lambsdorff gesagt. Meine Damen und Herren, ich finde es völlig legitim, dass hier aus der Opposition heraus Kritik geübt wird an einem Prozess, der etwas länger dauert, als vorgesehen war. Aber, lieber Kollege Wadepohl, ich finde, wir sollten bei dieser legitimen Kritik in einer demokratischen Debatte ein bisschen auf unsere Sprache achten. Und wenn es heißt, es sei verheerend, dass dieses Dokument noch nicht da sei, es tut mir leid. Verheerungen erleben wir gerade im Osten unseres Kontinents. Was wir hier erleben, ist ein Prozess, der auch mir persönlich zu lange dauert, aber, und das will ich hier deutlich sagen, der die Bundesregierung nicht daran hindert, eine klare und stringente Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen. Diese klare und stringente Außen- und Sicherheitspolitik, die ergibt sich aus drei Elementen aus unserem Koalitionsvertrag. Sie ergibt sich aus der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers und sie ergibt sich aus der täglichen, wirklich harten Arbeit der Außenministerin, des Verteidigungsministers, des Bundeskanzlers und, das will ich ja auch mal sagen, unserer Nachrichtendienste. Und wenn ich dann höre, da gäbe es kein sozusagen Konzept, das das Ganze zusammenbindet, dann verweise ich mal auf den Koalitionsvertrag, der westlichste Koalitionsvertrag ist, den diese Republik bisher gesehen hat. Die Betonung des Zusammenhaltens der westlichen Demokratien, die Einheit der Europäischen Union, die Erfüllung unserer Verpflichtungen in der NATO, das Aufbauen einer globalen Allianz der Demokratien, all das steht drin, all das wird verfolgt und all das zeigt sich ja auch in der praktischen Politik. Wenn die Union behauptet, die Zeitenwende sei nur ein Begriff, der nicht mit Inhalt gefüllt würde, es tut mir leid, das ist falsch, kategorisch falsch. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, der Rückgang der Gaslieferungen aus Russland auf 0% und Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, das ist eine so fundamentale Umkehr der bisherigen Politik dieses Landes, dass das definitiv eine Zeitenwende ist, die man auch im praktischen Handeln sehen kann, die man nachvollziehen kann und, das will ich hier auch sagen, die von unseren Partnerinnen und Partnern auch genau als solche anerkannt wird, meine Damen und Herren. Und dann, ich weiß, in der Union hört man das nicht gerne, aber ich muss es jetzt trotzdem machen. Wenn man wirklich einen nationalen Sicherheitsrat einrichten möchte im Bundeskanzleramt und das Bundeskanzleramt 16 Jahre lang geführt hat, es in der Zeit aber nicht gemacht hat, dann ist diese Kritik schon ein bisschen wohlfeil. Es gab zur Zeit der Merkel-Regierung keine nationale Sicherheitsstrategie, aber zum Beispiel 4 Afrika-Strategien. Also der Versuch, hier mit einer nationalen Sicherheitsstrategie, Nils Schmidt hat es gerade gesagt, das Ganze zusammenzubinden, ist ein anspruchsvoller Prozess, den wir jetzt machen. Und die nationale Sicherheitsstrategie wird kommen, und sie wird gut, und sie wird vor allem die Dachstrategie, unter der sich dann die anderen Strategien einzusortieren haben, aus der sich dann die anderen Strategien ergeben, die Sahel-Strategie, die China-Strategie, die Cyberverteidigungsstrategie und vieles mehr. Nun hat ja die Union einen Antrag vorgelegt. Und dieser Antrag, das will ich sagen, ist ein guter, in Teilen sogar ein sehr guter Antrag. Die Kernelemente, Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrats, eine nationale Sicherheitsstrategie, die Erfüllung unserer NATO-Verpflichtungen und das bessere Verbinden bei dem Nachdenken über Sicherheit von äußeren und inneren Aspekten. Meine Damen und Herren, ich zitiere mit Genehmigung der Präsidentin aus einem Dokument, das mir sehr am Herzen liegt, wie folgt. Äußere und innere Sicherheitsbedrohungen sind zunehmend miteinander verbunden. Wir fordern deshalb die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrats, der es ermöglicht, bei internationalen Herausforderungen vorausschauender und schneller planen,
entscheiden und handeln zu können. Darüber hinaus braucht Deutschland eine politische Gesamtstrategie, die die Ziele und Prioritäten unserer Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik festlegt. Lieber Kollege Wadepool, das war das Bundestagswahlprogramm der Freien Demokraten zur Bundestagswahl im Jahr 2021. Ich stelle fest, für die Union gilt, von der FDP lernen heißt siegen lernen. Das finde ich gut. Das Programm wurde am 16. Mai verabschiedet, 2021. Und deswegen wiederhole ich jetzt hier mal das, was Ihr Kanzlerkandidat damals am 19. Mai verkündet hat. Wir verabschieden genau das am 16. Mai. Und am 19. Mai erklärte der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat. Also das zieht sich bei Ihnen durch, dass Sie bei uns in die Programme gucken, daraus Ihre außenpolitischen Konzepte ableiten. Ich ermutige Sie, genau auf diesem Weg weiterzugehen. Herzlichen Dank. Alexander Graf Lambsdorff von der FDP war das. Er wird im Sommer oder soll im Sommer Botschafter in Moskau werden. Nächste Rednerin hier in der Debatte um die nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland ist Andrea Lindholz von der CDU-CSU. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist der einzige G7-Industriestaat, der noch keine umfassende Sicherheitsstrategie hat. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss sich ändern. Denn Cyberangriffe, zu große Abhängigkeiten von autoritären Staaten wie China oder die hybride Kriegsführung, aber auch der Angriffskrieg durch Russland, sie erfordern eine ressortübergreifende Antwort und eine strategische Vorausplanung. Und deshalb braucht Deutschland endlich eine nationale Sicherheitsstrategie. Die unionsgeführte Bundesregierung hat 2016 mit dem Weißbuch zur Sicherheitspolitik und der Konzeption zivile Verteidigung wegweisende strategische Grundlagen geschaffen, unter anderem auch als Reaktion auf die Annexion der Krim. Und laut einer aktuellen Antwort der Bundesregierung vom Dezember haben wir mit der Konzeption zivile Verteidigung die richtigen Schwerpunkte gesetzt, denn die Ampel arbeitet daran weiter, und das ist erfreulich. Beides kann auch gleichzeitig als Grundlage für eine nationale Sicherheitsstrategie gesehen werden. In den letzten Jahren hat sich die Sicherheitslage aber nochmals dramatisch verändert. Die Corona-Pandemie, die Starkregenflut, der chaotische Abzug aus Afghanistan, vor allem aber der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, sie haben die Sicherheitslage fundamental verändert. Und aus diesen Krisen müssen wir die richtigen Lehren ziehen, um auf kommende Krisen noch besser vorbereitet zu sein. Die nationale Sicherheitsstrategie muss drei strukturelle Schwächen der deutschen Sicherheitspolitik beseitigen. Erstens fehlt es an einer kontinuierlichen strategischen Vorausschau. Zweitens ist die Krisenreaktion, wir haben es einfach gesehen, bei unerwarteten Großlagen teilweise zu schwach. Und drittens, auch das haben wir gesehen, funktioniert die Koordinierung zwischen den Ressorts eben oft nicht so richtig, wie wir uns das wünschen. Und genau deshalb, lieber Herr Kollege Lambsdorff, stand die nationale Sicherheitsstrategie auch im Wahlprogramm der Union. Und wir begrüßen ausdrücklich, dass die Ampel sich dies zu eigen gemacht hat und im Koalitionsvertrag schon beschlossen hat, dass diese gleich, weil es ja so dringlich ist, schon im ersten Jahr hier im Bundestag beschlossen werden soll. Im ersten Jahr haben Sie gar nichts vorgelegt. Stattdessen liefern Sie als Ampel Streit statt Strategie. Sie haben es aber nach eineinhalb Jahren auch nicht irgendwie geschafft, einen großen Wurf hier oder einen Doppelwumms vorzulegen, sondern stattdessen haben Sie gerade mal einen abgespeckten Entwurf in die Ressortabstimmung gegeben. Den Nationalen Sicherheitsrat, den haben Sie gleich mal ganz gestrichen, aber dieser Nationale Sicherheitsrat wäre das institutionelle Herzstück dieser Strategie. Ein Rat wäre der Ort, an dem die Strategie weiterentwickelt und operativ umgesetzt wird. Und statt einer Koordinierung der Ressorts erleben wir auch in diesem Bereich wieder nur eines: Kompetenzgezänk zwischen Kanzler und Außenministerin. Ganz
ganz wichtig bei Ihnen ist natürlich immer auch die große PR-Tour. Die Außenminister war mit ihrer Strategie bereits in ganz Deutschland unterwegs, hat dabei aber leider vergessen, die Landesinnenminister mit einzubinden. Diese sind aber gerade für die Gefahrenabwehr im Inland zuständig. Und ich frage mich an der Stelle, wie kann man so kurzsichtig vorgehen? Zunächst der Totalausfall der zurückgetretenen Verteidigungsministerin, dann der Nichteinbezug der Länder. So dilettantisch, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, dürfen Sie nicht mit der nationalen Sicherheit unseres Landes umgehen. Beenden Sie also endlich Ihren Streit und beschließen Sie auch endlich die angekündigte Sicherheitsstrategie. Denn nicht nur Deutschland, auch unsere Partner in der EU und in der NATO, sie warten auf die Umsetzung ihrer groß angekündigten Zeitenwende. Und die nationale Sicherheitsstrategie kann und muss dafür ein modernes Fundament legen. Richten Sie auch diesen Nationalen Sicherheitsrat ein. Ohne ein ständiges Gremium droht jede Strategie ins Leere zu laufen. Es braucht einen Ort, in dem Strategie gelebt, umgesetzt und weiterentwickelt werden kann. Und dabei müssen Sie auch die Länder endlich mit einbinden. Die Ignoranz, die Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, den Ländern nicht nur in der Migrationskrise, sondern auch bei diesem Thema entgegenbringen, die schaffen nicht ein Mehr an Sicherheit, sondern sie zerstören das Vertrauen. Und auf diesem Vertrauen und auf dem Willen zur Kooperation basiert unsere gesamte föderale Sicherheitsarchitektur. Am Beispiel Bevölkerungsschutz zeigen Sie, dass der Bund die Länder doch braucht und umgekehrt ebenso. Wir müssen also die militärische und die zivile Verteidigung endlich gemeinsam denken. Und wir müssen das NATO-2-Prozent-Ziel einhalten, damit die Bundeswehr ihren Kernauftrag erfüllen kann. Und sehr geehrter Kollege Trittin, es ist ja schön, dass bei Ihnen die Zeitenwende in der Weise angekommen ist, dass Sie sich endlich auch hinter die Bundeswehr und hinter Ziele für die Bundeswehr stellen. Aber ich kann mich an die Vergangenheit nicht erinnern, dass hier die Grünen in diesem Parlament die Unterstützer der Bundeswehr oder gar eines NATO-2-Prozent-Ziels gewesen wären. Aber auch in der zivilen Verteidigung braucht es eine Zeitenwende mit einem Pakt für den Bevölkerungsschutz. Die Forderungen der Länder liegen auf dem Tisch. Daran beteiligt war auch noch der ehemalige Landesinnenminister Boris Pistorius, heute Verteidigungsminister. In den nächsten Jahren sollte der Bund 10 Milliarden Euro in den Zivil- und Katastrophenschutz investieren. Die Forderung der Länder liegt auf dem Tisch. Unser Antrag liegt auf dem Tisch. Und von Ihnen kommt bis heute zu diesem Thema gar nichts. Das ist wirklich ein Skandal. Handeln Sie also endlich im Interesse unseres Landes, im Interesse Europas und unserer NATO-Partner. Stimmen Sie daher unserem Antrag endlich zu. Vielen Dank. Andrea Lindholz war das für die CDU-CSU, die heute einen Antrag eingebracht hat, nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland gefordert hat. Der müsse sofort kommen. Die Ampel hatte diese Sicherheitsstrategie ja zugesagt. Letztes Jahr hat das nicht mehr geklappt. Es gab Differenzen. Johannes Ahlt jetzt für die SPD. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und Major im Generalstab. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zuerst mal bei der Union bedanken. Wir diskutieren hier Sicherheit in Deutschland zur besten Debattenzeit. Und das ist richtig und das ist wirklich richtig gut. Denn eigentlich ist es doch so, obwohl wir im Privaten viel vorsorgen, wir schließen alle Versicherungen ab. Haftpflichtversicherung, Glas, der eine noch eine Kinderversicherung, fällt es uns doch eigentlich ziemlich schwer, über unsere eigene Sicherheit in unserem Land zu reden, wenn es um staatliche Sicherheitsvorsorge geht. Und das ist so wichtig. Wir leben in einem Zeitalter der Krisen. Wir hatten die Corona-Krise, wir hatten die sogenannte Flüchtlingskrise, wir haben andere Krisen und die haben wir alle irgendwie gehandelt. Nur richtig darüber geredet haben wir nicht und wir haben vielleicht auch nicht immer reflektiert, was haben wir aus dieser Krisenbewältigung gelernt. Und ich denke, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, vorauszuplanen, vorauszuschauen, um der Bevölkerung Sicherheit zu geben, vom Behördenleiter bis zu jedem Bürger. Wir müssen also mehr über unsere Sicherheitsvorsorge reden. Aber Sicherheitsvorsorge ist eben nicht nur Außenpolitik, sondern wird auch sehr konkret. Und da bin ich Frau Lindholz dankbar, dass Sie ein paar wirklich konkrete Punkte hier gegeben haben, was man wirklich tun kann. Denn wir müssen nicht nur über die Außenpolitik reden, sondern über Umsetzung. Wir müssen über Priorisierung reden, über unsere Ziele reden. Und das ist verständlich, dass wir die Bürger dabei auch mitnehmen. Denn wir müssen konkret drei Fragen beantworten. Wie schauen wir als Deutschland auf Sicherheit? Und was ist für uns schützenswert? Was sind unsere nationalen Interessen? Zweitens, welchen Bedrohungen sehen wir uns ausgesetzt und wie wollen wir ihnen begegnen?
Und drittens müssen wir auch beantworten die Frage, welche Werkzeuge stehen uns dazu zur Verfügung und wie funktionieren diese? Und ich komme mal zum ersten Punkt. Wie schauen wir auf die Sicherheit? Da haben die Kollegen außenpolitisch sehr, sehr viel gesagt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir priorisieren und eben Interessen definieren, unseren Standpunkt definieren, konkret werden. Und da sind der Innen- und der Verteidigungsausschuss sehr, sehr wichtig, um daran mitzuwirken, weil damit diese Punkte auch konkret werden. Zum Beispiel, ich lege einfach mal los und klaue mir aus einem anderen Land, die definiert haben, wie ihre nationalen Ziele sind, einfach mal zwei Ziele. Und die sagen, unser wichtigstes Ziel ist Schutz von Leben, Gesundheit und Sicherheit unserer Bürger. Das ist doch mal was Konkretes. Oder als zweites Ziel Versorgung und Lieferketten sicherstellen und gesellschaftliche Funktionen aufrechterhalten. Aber was heißt das denn wirklich? Das heißt, wir brauchen eine robuste Versorgung, die zentral funktioniert, und wir brauchen den Zugang zu Trinkwasser und Lebensmitteln. Den müssen wir sichern. Wir müssen in Alltag und Krise Gesundheitsversorgung und Medikamentenversorgung sicherstellen. Wir brauchen eine sichere Energieversorgung und wir müssen auch Transporte und Infrastruktur sichern, die vital sind. Und wir müssen die Lieferketten für Wirtschaft und Handeln sicherstellen. Das sind also alles ganz, ganz konkrete Punkte, die in so einer Sicherheitsstrategie auch definiert werden müssen, damit wir auch wirklich zu einem konkreten Ergebnis kommen. Und ich wiederhole die zweite Frage. Welchen Bedrohungen sehen wir uns ausgesetzt und wie wollen wir ihnen begegnen? Und exemplarisch kann man da sagen, wir müssen über Konfliktfelder reden. Wir müssen darüber reden, wie wir zivile und militärische Mittel einsetzen können. Wir müssen hierarchisieren, welche Bedrohungen, welche Konflikte sind wahrscheinlich. Und dann brauchen wir den ressortübergreifenden Dialog. Und den brauchen wir auch mit unserer Bevölkerung. Denn oft sind unsere Konfliktszenarien, Krisenszenarien oft in Giftschränken und Geheimschutzstellen gelagert. Wir diskutieren sie aber nicht mit unserer Bevölkerung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel können das sein militärische Bedrohungen, digitale Risiken, Informations- und Cybersicherheit, Terrorismus, Extremismus, internationale Kriminalität, die Bedrohung der Energieversorgung, Transporte, Infrastruktur, aber auch Gesundheitskrisen, wie wir sie erlebt haben, und Klimaveränderungen und die entsprechenden Effekte. All das können Risiken sein und Bedrohungsszenarien, die wir in so einer Strategie diskutieren. Und wenn ich jetzt einfach mal zu meinem Fachgebiet der militärischen Bedrohung gehe, dann kann ich natürlich über die Lage sprechen, die ist uns alle bekannt, darum wiederhole ich mich hier nicht. Aber was folgt daraus an konkreten Maßnahmen? Natürlich müssen wir den Multilateralismus stärken im Rahmen der NATO, der EU und der OSZE. Und wir müssen auch schauen, dass wir Streitkräfte haben, die Kriege und Konflikte hantieren können, die auch in der Lage sind, einen Angriff erfolgreich zurückzuschlagen. Wir brauchen eine moderne, integrierte Gesamtverteidigungsplanung und Bereitschaftsgrade, um zu reagieren, dass wir Gesetze zielgenau ziehen können, je nach Lage angepasster Bedrohungserhöhung. Wir brauchen nachrichtendienstliche Fähigkeiten und wir brauchen auch die Möglichkeit, Fake News und entsprechende Einwirkungskampagnen entsprechend zu begegnen und so eine psychologische Verteidigung aufzubauen. Und wir brauchen militärische und zivile Behörden, die in der Lage sein müssen, zu führen, zusammenzuarbeiten und zu priorisieren. Und das auf nationaler Ebene, auf Landesebene und auch in den Kommunen und Landkreisen. Und wir müssen uns sicher sein, was wir industriepolitisch wollen und wie unsere Schlüsseltechnologien definiert sind. Ich denke, in dieser Frage sind wir am weitesten. Ich komme zum Schluss. Ich wiederhole noch mal die drei Fragen. Wie schauen wir auf Sicherheit? Was ist uns schützenswert? Welchen Bedrohungen sehen wir uns ausgesetzt? Und mit welchen Werkzeugen wollen wir das lösen? Das sind Fragen zu klären. Denn macht es Sinn, dass die Bundespolizei Fähigkeiten zur Unterwasseraufklärung aufbaut, wenn Luftwaffe und Marine diese Fähigkeiten vielleicht viel, viel besser bereitstellen können bei der Sicherung von Pipelines? Herr Kollege? Macht es Sinn, dass wir in 16 Landeshauptstädten Krisen managen, übergreifende Krisen? Die Zeit war zu Ende gewesen. Okay, ich komme zum Schluss. Der Antrag der Union hat auf jeden Fall diesen eigenständigen Blick vermissen lassen. 4,5 von 6 Forderungen sind leider Binsen und darum müssen wir ihn ablehnen. Danke. Katrin Göring-Eckert hat das Präsidium übernommen, hat gleich darauf hingewiesen, Redezeit beachten. Rüdiger Lukassen für die AfD ist der verteidigungspolitische Sprecher und Oberst AD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Natürlich braucht Deutschland eine nationale Sicherheitsstrategie. Und die Tatsache, dass unser Land immer noch keine hat, ist das Versäumnis der Union. Schlaff, ambitionslos, ängstlich. Politik mit dem Anspruch eines Verwaltungsbeamten.
Das war und ist CDU-Politik und immer darauf bedacht, den Grünen gut zu gefallen. Mit dieser unterwürfigen Grundhaltung gibt es keine klare Politik und auch keine klare nationale Sicherheitsstrategie. Der vorliegende Antrag zeigt aber, dass immerhin noch Teile der Union ein gesundes Verhältnis zu unserem Land haben. Nur reicht ein einzelner Antrag nicht aus für eine geistig-moralische Wende. Sie brauchen eigentlich eine Zeitenwende. Eine nationale Sicherheitsstrategie muss folgende Elemente formulieren: Eine Strategie zur Gesamtverteidigung, straffe Strukturen, um im Krisen- und Kriegsfall reagieren zu können, einsatzbereite Streitkräfte mit einer verlässlichen haushaltspolitischen Grundlage. Und zu guter Letzt muss sich eine nationale Sicherheitsstrategie auch an das Bewusstsein und den Wehrwillen des Volkes richten. Die Zeit des Friedens ist bedauerlicherweise vorbei. Wenn die Menschen in unserem Land nicht auf dem Weg einer neuen Wehrhaftigkeit mitgenommen werden, läuft jede Maßnahme ins Leere. Und das bringt mich zum tieferen Kern einer nationalen Sicherheitsstrategie. Sie ist zum einen der Instrumentenkasten der Exekutive, zum anderen aber ist sie Ausdruck eines Landes auf nationale Selbstbehauptung und Souveränität. Eine echte nationale Sicherheitsstrategie macht jedem deutlich, ob im Ausland oder im Inland, dass Deutschland selbstbestimmt seinen Weg geht und wir Deutsche über unser Schicksal selbst entscheiden. Meine Damen und Herren, was ist unser deutsches Selbstverständnis in Europa und der Welt? Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Und dieser Zustand muss enden. Eine mutige nationale Sicherheitsstrategie könnte zum Gründungsdokument für eine echte deutsche Zeitenwende werden. Ein Dokument mit dem Anspruch auf deutsche Souveränität und Führungsanspruch in Europa. Danke. Die nächste Rednerin ist Merle Spellerberg für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, zurück von Nationalismus zur nationalen Sicherheitsstrategie. Und auf diese warten wir alle gespannt, als Fachpolitikerinnen hier im Parlament, als BürgerInnen in den Wahlkreisen und natürlich auch unsere PartnerInnen weltweit. Denn diese Strategie ist ja der mutige Schritt zum allerersten Mal, ein umfassendes Narrativ über die deutsche Sicherheitspolitik niederzuschreiben. In einer Zeit, in der nicht nur Europa seine Sicherheit neu denken muss, sondern sich eben die gesamte Welt neu ordnet. Und die nationale Sicherheitsstrategie soll unser politisches Handeln zu jedem Zeitpunkt in einen größeren Rahmen einordnen können. Für uns selbst und unsere internationalen PartnerInnen. Und ich bin sehr froh darüber, dass unsere Außenministerin seit Beginn dieses Prozesses an klar sagt, wie dieser Rahmen aussehen soll. Nämlich basierend auf dem Dreiklang der Unverletzlichkeit unseres Lebens, unserer Freiheit und unserer Lebensgrundlagen. Als Antwort auf nationalistische und protektionistische Kräfte, in dem Wissen, dass die Klimakrise und all ihre Folgen eine dramatische Sicherheitsbedrohung für jeden Einzelnen von uns darstellt. Und in dem Wissen, dass jede dieser Bedrohungen sich anders auf marginalisierte Gruppen, auf Frauen auswirkt. Die autoritären Machthaber der Welt gehen aggressiv gegen unsere demokratischen Werte vor. Die Außenministerin dagegen stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Das ist die einzig richtige Antwort. Und Teil dieses größeren Rahmens muss im Übrigen auch weiterhin ein klares Bekenntnis zur Rüstungskontrolle sein. Gerade heute, gerade jetzt.
denn es macht uns alle unsicherer, dass die internationale Rüstungskontrollarchitektur vor unseren Augen zerbröckelt. Putin darf uns darin nicht verunsichern, auch wenn er sich mit dem Aussetzen von New Start erneut als Tyrann der internationalen Ordnung beweist. Der Blick muss immer auch in die Zukunft gehen, denn es werden weiterhin Waffen eingesetzt und entwickelt, die in keiner Art und Weise den humanitären Grundsätzen entsprechen. Diese weiter zu bannen, muss weiter auch Teil unserer Sicherheitsstrategie sein. Und die Herausforderung für uns alle bleibt natürlich bei all diesen Teilen von Sicherheitspolitik, die Kohärenz zu bewahren. Und dazu kurz am Rande, bei der Reise der Außenministerin war zum Beispiel im Saarland die Ministerpräsidentin anwesend und dabei. Aber zurück zur Kohärenz. Diese lässt sich nicht herbeizaubern, auch nicht mit immer mehr Gremien, liebe Kolleginnen der Union. Aber das wissen Sie, glaube ich, eigentlich selbst, denn sonst hätten Sie in den letzten 16 Jahren, und auch wenn ich es wiederhole, bleibt es weiter wahr, hätten Sie diese Formate bereits angestoßen. Ein Sicherheitsrat ist keine magische Lösung für gut koordinierte Sicherheitspolitik. Was es wirklich braucht, liebe Kolleginnen, und das wissen Sie alle, das ist ein Umdenken in den Köpfen. Das sehen wir im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Afghanistan und in der Enquetekommission. Es braucht ein Verinnerlichen davon, dass Sicherheit, egal ob vernetzt oder integriert, nachhaltig gedacht werden muss. Und selbst das ist noch nicht bei allen angekommen. Und deshalb sollten wir die Strategie von Tag 1 an nutzen, um genau dieses Umdenken in unserer Sicherheitspolitik mit voller Kraft anzustoßen und umzusetzen. Und dazu gehört eben auch ein Haushalt, in dem sich diese Sicherheitspolitik integriert, vollumfassend und nachhaltig widerspiegelt. Denn Sicherheitspolitik ist am effektivsten, wenn sie sich einem umfassenden Instrumentenkasten bedient. Ziviler und militärischer Mittel. Der Kollege Trittin hat es gesagt, Wehrhaftigkeit ist notwendig, aber alleine keine Sicherheit. Sonst befinden wir uns irgendwann auf einem Pfad, auf dem wir auf alle Herausforderungen nur noch militärische Antworten parat haben. Einem Pfad, auf dem Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe essentiell für unsere Sicherheit auf der Strecke bleiben. Das wäre fatal. Mit einer integrierten, vollumfassenden und nachhaltigen Sicherheitspolitik sind wir gut aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft. Und ich freue mich darauf, genau das in unserer nationalen Sicherheitsstrategie wiederzufinden. Merle Spellberger war das für die Bündnisgrünen. Nächste Rednerin hier für die FDP, Dr. Anwe Ruschka-Jurisch. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Die Union kritisiert in ihrem Antrag, dass es die Ampel bisher nicht geschafft habe, eine nationale Sicherheitsstrategie vorzulegen. Liebe Union, jetzt muss auch ich Sie noch mal fragen, warum plötzlich so eilig? Besonders sinnig, Sie begründen die Eilbedürftigkeit der nationalen Sicherheitsstrategie mit den jetzt eingetretenen Risiken. Risiken, Stichwort Russland, die Sie offenkundig zu Ihrer Regierungszeit aufgrund damals mangelhafter Strategie und Risikokultur falsch eingeschätzt haben. Ich weiß, Sie können dieses Argument nicht mehr hören, aber hier stimmt es einfach ganz besonders eklatant. In Ihrem Anliegen stimme ich Ihnen zu, wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat. Eine nationale Sicherheitsstrategie ohne einen nationalen Sicherheitsrat wäre eine vertane Chance. Wir Freie Demokraten fordern schon seit langem die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates. Eine nationale Sicherheitsstrategie muss institutionell abgebildet werden, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann. Denn Deutschland muss handlungs- und leistungsfähig sein, insbesondere in Krisenzeiten. Dazu brauchen wir ein funktionierendes, ressortübergreifendes Frühwarnsystem. Es geht um die Sicherheit unseres Landes. In Ihrem Antrag, verehrte Union, unterschätzen Sie aber aus meiner Sicht ein bisschen das Phänomen der hybriden Bedrohung, auch wenn die Kollegin das erwähnt hat. Dabei wird hybride Konfliktführung uns in Deutschland sehr wahrscheinlich viel mehr beschäftigen als konventionelle Bedrohungen. Durch Desinformation, Subversion, aktive Maßnahmen zur Delegitimation unseres Staates, dadurch ist der Feind schon jetzt bei uns im Inland. Cyberangriffe, Angriffe auf kritische Infrastruktur, all dies sind Maßnahmen, die im Inland wirken und deshalb auch innenpolitische Auswirkungen haben.
Auch eine Instrumentalisierung von Geflüchteten würde im Inland wirken und hat innenpolitische Konsequenzen. Hybride Bedrohung heißt letztlich, außen ist innen und innen ist außen. Um die Tragweite von hybriden Bedrohungen einschätzen zu können, muss man weitere Faktoren auch berücksichtigen, zum Beispiel unsere Finanzmärkte, technologische, kulturelle oder demografische Entwicklungen. Es ist zwingend, dass wir einen ganz breiten Blick haben. Deshalb reicht es auch nicht, wie Sie das tun, auf das Polizeirecht nur der Länder zu verweisen. Eine nationale Sicherheitsstrategie bedarf einer umfassenden Einbindung auch der Bundesinnenpolitik. Das betrifft jetzt ganz konkret das Erstellen der Strategie, aber auch die Schaffung eines nationalen Sicherheitsrates. Also, wir brauchen eine nationale Sicherheitsstrategie, wir brauchen einen handlungsfähigen nationalen Sicherheitsrat, wir müssen den Blick schärfen für multiple Bedrohungen, hybride Bedrohungen, und deshalb ist es auch so wichtig, die Innenpolitik unter Sicherheitsaspekten in den Blick zu nehmen. In der vorliegenden Form lehne ich Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Und in der Debatte um die nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland kommt jetzt von der Bundesratsbank Peter Beuth von der CDU. Er ist der hessische Innenminister. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist richtig, dass sich die Bundesregierung vorgenommen hat, eine nationale Sicherheitsstrategie zu verabschieden. Die Zeiten haben sich nicht zuletzt durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine dramatisch verändert. Wir müssen den Blick auf das richten, was um uns, was auf der Welt passiert. Gut wäre es übrigens, wir täten dies immer auch in enger Abstimmung mit unseren europäischen und westlichen Partnern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Abstimmung ist aber nicht nur mit unseren engsten Partnern sinnvoll. Nein, sie wäre es auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland selbst, meine Damen und Herren. Ich bin der CDU/CSU sehr dankbar, dass sie diesen Aspekt, der ausdrücklich kein Randaspekt ist, in die Debatte eingebracht hat. Wenn wir über die nationale Sicherheit sprechen, dann sind es am Ende immer mindestens auch die Länder, die die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Staat vor Ort schützen. Wir tun das gerne, wir tun das mit viel Leidenschaft. Mit selbiger Leidenschaft hätten wir aber auch erwartet, in die Erarbeitung einer Sicherheitsstrategie einbezogen zu werden. Im letzten Jahr startete das Auswärtige Amt einen, ich zitiere von der Webseite des Auswärtigen Amtes, intensiven Dialogprozess im Frühjahr und Sommer 2022. Weiter heißt es, jede und jeder kommt zu Wort, es wird debattiert und gemeinsam überlegt. Wie kann sich Deutschland besser auf Krisen vorbereiten, sei es bei Bedrohungen von außen oder bei Naturkatastrophen? Wie schützen wir unsere kritische Infrastruktur? Und wie stellen wir uns besser auf gegen Cyberangriffe? Als für die vorgenannten Themen Katastrophenschutz, Cybersicherheit in Deutschland zuständige Minister haben wir diese Ankündigungen seitens der Innenministerkonferenz mit großem Interesse vernommen. Das ursprünglich große Interesse wich einer großen Enttäuschung, meine Damen und Herren. Kein intensiver Dialog, jedenfalls nicht mit den zuständigen Ländern. Jeder und jeder konnte zu Wort kommen, ja, aber nicht die zuständigen Länder. Debatten über Cyberraum und Katastrophenschutz fanden ohne die zuständigen Länder statt. Nach und nach stellte sich eben heraus, dass die Länder gar nicht beteiligt werden sollten, meine Damen und Herren. Dies stieß übrigens nicht nur bei der Union, bei den unionsgeführten Ressorts übel auf, sodass die Innenministerkonferenz von der Bundesinnenministerin einstimmig einforderte, in den intensiven Dialogprozess einbezogen zu werden. Meine Damen und Herren, außer einer Videoschalte Ende 2022, in der die voraussichtlichen Überschriften skizziert wurden, passierte inhaltlich jedoch rein gar nichts. Vielmehr ging zusätzliches Porzellan zu Bruch, als das Auswärtige Amt zusagte, im Januar die Chefs der Staatskanzleien nach Berlin einzuladen, um diesen vor Ort Einblick in den eingestuften Entwurf zu gewähren.
Diese Zusage hielt das Auswärtige Amt jedoch leider nicht ein. Außer abstrakten, warmen Worten, meine Damen und Herren, im kalten Berliner Winter nahmen die Chefs der Staatskanzleien nichts, ich sage nichts, mit nach Hause. Das hat nicht nur die unionsgeführten Kollegen sehr geärgert, und das zu Recht, meine Damen und Herren. Heute Nachmittag sollen die Länder nun Gelegenheit bekommen, ihren Input zu einer Strategie zu geben, die sie weiterhin nicht schriftlich vorliegen haben, meine Damen und Herren, und aus Überschriften lediglich vorgetragen bekommen haben. Es dürfte kein Zufall sein, dass das heute passiert, angesichts der Debatte, die wir hier miteinander führen. Meine Damen und Herren, uns Ländern geht es nicht um Befindlichkeiten. Die Innenministerkonferenz, Herr Kollege, die Innenministerkonferenz ist sich da sehr, sehr einig. Uns Ländern geht es nicht um Befindlichkeiten. Es geht uns um die Sicherheit in unserem Lande aus unserer staatspolitischen Verantwortung als Länder, meine Damen und Herren. Dass wir der Bundesregierung die Expertise aus den unterschiedlichen Bereichen der Länder nahezu aufdrängen müssen, das ist schon ein bemerkenswerter, man muss schon sagen, ein skandalöser Vorgang, meine Damen und Herren. Hierdurch wird die Kompetenz und die jahrzehntelange Erfahrung der Länder im Bereich der polizeilichen und der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, einschließlich des Katastrophenschutzes, der Prävention sowie der Arbeit der Verfassungsschutz- und Cybersicherheitsbehörden völlig ignoriert. Meine Damen und Herren, eine nationale Sicherheitsstrategie ohne eine ordentliche, angemessene Einbeziehung der Länder wäre das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Die Bundesregierung sollte die Länder schleunigst, umfassend und auf Augenhöhe in den Erarbeitungsprozess einbeziehen. Wir werden sodann unseren tatkräftigen Beitrag leisten, um in unser aller Interesse für die Sicherheit der Bundesrepublik und der Bürgerinnen und Bürger unseren strategischen Anteil zu leisten. Vielen Dank. Der Appell des hessischen Innenministers Peter Beuth, in der Tat kritisieren nahezu alle Bundesländer, dass sie nicht einbezogen werden in die Ausarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie. Übrigens eine Meldung aus dem Bundesrat. Soeben hat der Bundesrat das 49-Euro-Ticket beschlossen. Hier geht es jetzt weiter in der Debatte mit Rebecca Schamba von der SPD. Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die Debatte nutzen, um noch mal einen grundlegenden Blick auf den Begriff Sicherheit zu werfen. Zu Recht diskutieren wir in der aktuellen weltpolitischen Lage viel über militärische Sicherheit. Der Angriff auf die Ukraine war ein tiefer Einschnitt in unser aller Leben, ein Angriff auf die europäische Friedensordnung. Herr Merz, wie ich meine Rede gestalte, das überlassen Sie bitte mir. Ein Angriff auf den Multilateralismus, und er hat wahrscheinlich unser aller Sicherheitsbedürfnis verändert. Allerdings ist Sicherheit noch mehr als die Abwesenheit militärischer Gewalt, mehr als die bestmögliche Ausstattung unserer Bundeswehr, für die ich mich als Verteidigungspolitikerin explizit einsetze. Die Vereinten Nationen definieren 7 Dimensionen menschlicher Sicherheit: wirtschaftliche Sicherheit, Ernährungssicherheit, gesundheitliche Sicherheit, Umweltsicherheit, persönliche Sicherheit, kulturelle Sicherheit, politische Sicherheit. Warum ist das so wichtig? Nehmen wir an, in der Ukraine würden die Waffen schweigen, und wir alle hoffen darauf, dass das so bald wie möglich der Fall ist. Werden die Menschen dort nicht sofort in Sicherheit sein, weil sie kaum Zugang zu einer intakten Gesundheitsversorgung haben, weil nicht ausreichend Lebensmittel vorhanden sind, weil ihre ganze Lebensumwelt zerstört wurde und bis zum Wiederaufbau zahlreiche Gefahren birgt? Wir sehen auch, dass Unsicherheit in all ihren Formen und Ausprägungen zu Konflikten weltweit führt. Aktuell erleben wir eine nie dagewesene Ernährungskrise. Erst kürzlich veröffentlichten die Vereinten Nationen, dass 26% der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Auch diese Unsicherheit kann in Zukunft vermehrt zu Konflikten führen. Deshalb zielen wir mit unseren Projekten Entwicklungszusammenarbeit darauf ab, den Grundstein für Sicherheit in diesen Dimensionen zu legen und bereits Erreichtes zu stärken.
Deshalb vertreten wir für die nationale Sicherheitsstrategie einen erweiterten Sicherheitsbegriff, der sich auch, aber nicht nur, auf die militärische Sicherheit unseres Landes bezieht. Gerade wegen dieser vielen Verflechtungen, die sich auf die Sicherheit von Menschen und die Sicherheit eines Landes auswirken, haben wir uns als Koalition vorgenommen, eine nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland zu erarbeiten. Jetzt bemängeln Sie mit Ihrem Antrag, dass es nicht schnell genug geht. Und ja, wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine nationale Sicherheitsstrategie zu erarbeiten. Und ja, wir hatten uns vorgenommen, die Strategie früher zu veröffentlichen, eben weil wir schon vor dem Angriff Putins realisiert hatten, dass es einer nationalen Sicherheitsstrategie mit einem erweiterten Sicherheitsbegriff bedarf. Durch den Überfall Putins auf die Ukraine wurden wir drastisch schnell mit negativen Entwicklungen eines Krieges konfrontiert. Eines Krieges, den niemand mehr für möglich hielt. In vielen Bereichen sind neue Realitäten entstanden, auf die wir schnell reagiert haben. Unsere nationale Sicherheitsstrategie muss und wird für die kommenden Jahre wegweisend sein. In der Ampel beleuchten wir alle Aspekte, arbeiten konstruktiv, ressortübergreifend und achtsam, eben um den zentralen sicherheitspolitischen Herausforderungen dieser neuen Zeit gerecht zu werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, lassen Sie mich eins klar sagen, denn Sie unterstellen in Ihrem Antrag ja geradezu, dass diese Koalition ohne die nationale Sicherheitsstrategie nicht handlungsfähig wäre. Ich kann Ihnen ganz klar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Jeden Tag werden hier im Parlament und durch die Bundesregierung wegweisende Entscheidungen getroffen und Weichen gestellt. Lassen Sie mich nur kurz einige Dinge aufzählen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr, die Waffenlieferungen an die Ukraine, die einen Paradigmenwechsel in der deutschen Politik bedeutet, darüber hinaus die umfangreiche Unterstützung der Ukraine, die Resilienzstrategie von Bundesinnenministerin Faeser, die wichtige sicherheitspolitische Weichen stellt, die Afrika-Strategie von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die die Beziehung zu den Partnerländern des globalen Südens auf neue Stufe stellt, das LNG-Beschleunigungsgesetz, das dazu beiträgt, dass wir unabhängiger in unserer Energieversorgung werden. Diese Liste könnte ich noch sehr, sehr viel länger führen. Und Sie wollen ernsthaft der Ampel mit Ihrem Antrag Untätigkeit unterstellen. Dabei haben wir innerhalb eines Jahres mehr Beschleunigung in den jeweils sicherheitsrelevanten Bereichen erzielt, obwohl die gegenwärtigen Umstände besonders herausfordernd sind, herausfordernder als in den letzten vergangenen 16 Jahren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich gerade aufgezählt, Herr Antor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke an ein Zitat von Jean-Paul Sartre. Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere. Unsere Zeit ist geprägt durch die Gewissheit, dass Krieg in Europa kein Relikt des 20. Jahrhunderts ist. Deshalb ist Sicherheit in all ihren Facetten Kern unseres außen- und innenpolitischen Handelns. Und deshalb machen wir uns stark für einen integrierten Ansatz, der alle Politikfelder zusammenbindet. Ich freue mich, wenn wir an dieser Stelle bald tatsächlich und konstruktiv über die nationale Sicherheitsstrategie sprechen. Herzlichen Dank. Der Bundestag debattiert über einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion, nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland. Die Union fordert, dass die Ampel endlich eine solche vorlegen soll. Der nächste Redner ist fraktionslos Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Im Mittelpunkt jeder nationalen Sicherheitsstrategie, die dringend notwendig ist, muss das Ziel der Friedenssicherung stehen. Das ist der Auftrag des Grundgesetzes. Und das ist auch Chefsache des Kanzlers und von niemandem sonst. Dazu gehört gegenseitiges Verständnis, der Ausgleich von Interessen und im Konfliktfall der Vorrang von Verhandlungslösungen. Die größte Bedrohung unserer nationalen Sicherheit ist gegenwärtig die ständige Kriegsrhetorik von Selenskyj, von der Leyen, Baerbock, auch Friedrich Merz und Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit der Parole Frieden schaffen durch immer mehr Waffen. Dadurch wird letztlich nur die Verlängerung des Sterbens auf allen Seiten in dem aktuellen Krieg erreicht. Richtig wäre es dagegen, ab sofort keine neuen Waffen ins Kriegsgebiet zu schicken und jede weitere finanzielle Unterstützung
an die Bereitschaft zur Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen zu knüpfen. Der Ukraine-Konflikt zeigt eins: Die USA sind das größte Sicherheitsrisiko in unserem Kontinent für den Frieden. Sie haben 2014 in der Ukraine die neutrale Regierung gestürzt. Seitdem die Ukraine hochgerüstet und den aktuellen Stellvertreterkrieg gemeinsam mit dem Kiew gegen Russland vorbereitet. Sie haben Nord Stream gesprengt, ihren Wirtschaftskrieg zur Schwächung Russlands und Deutschlands begonnen, um den nächsten Krieg, den nächsten Konflikt bereits jetzt aktiv anzugehen gegen China. Mein Fazit: Deutschland muss neutral werden und sich auf seine eigenen Interessen besinnen. Nach der Zeitenwende ist unsere Bundeswehr immer noch nicht in der Lage, unser Land zu verteidigen. Vielen das Dank, hat Herr mit Sicherheit nichts zu tun. Wir müssen aus der NATO raus und sämtliche US-Militärbasen mit Atomwaffen dicht machen, damit wir nicht zur Zielscheibe in dem nächsten großen Weltkonflikt werden. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Barr hat gesagt, es gibt keine Stabilität. Egon Barr war ein kluger Mann. Lesen Sie nach, was Barr gesagt hat, dann wissen Sie es. Vielen Dank. Robert Fahle ist fraktionslos, redet immer zu diesen außen- und sicherheitspolitischen Themen und meistens überzieht es auch zeitlich. Vor allen Dingen. Ingo Schäfer jetzt ist für die SPD der letzte Redner in dieser Debatte. Und nicht nur für die SPD, sondern von allen Abgeordneten der letzte Redner der Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher auf den Tribünen, ich kann mich nur für den Vorredner entschuldigen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, nach Ihnen zu sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut, dass wir einem so weitreichenden Dokument wie der nationalen Sicherheitsstrategie ausreichend Zeit geben. Und Ihren Antrag kann ich nur als Selbstkritik verstehen, wenn Sie bemängeln, dass bislang keine Sicherheitsstrategie vorhanden ist, die wir überarbeiten können. Und seit dem Weißbuch zur Sicherheitspolitik aus dem Jahr 2016 ist zu wenig passiert. Sie haben weder das Verfahren harmonisiert noch Strukturen aufgebaut und gestärkt. Bundesinnenminister Nancy Faeser hat nun dafür gesorgt, dass die Referenzszenarien der Konzeption zivile Verteidigung überarbeitet werden. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Trittin zulassen? Auf jeden Fall. Bitte schön. Herr Kollege Schäfer, weil Sie die Innenministerin ansprechen und die Äußerung von Herrn Beuth im Kopf haben, wie würden Sie eigentlich den Umstand beurteilen, dass in dem Konsultationsprozess, den die Bundesaußenministerin gemacht hat, die Ministerpräsidentin des Saarlands beteiligt war, der Staatsminister aus Baden-Württemberg, ein Umweltminister aus Mecklenburg-Vorpommern und es im Übrigen auch im Januar ja eine Runde mit den Staatssekretären gegeben hat, von der der Staatssekretär im Auswärtigen Amt heute noch Träume hat? Und wie würden Sie dieses beurteilen vor dem Hintergrund, dass der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen gesagt hat, ich zitiere ihn, Boris Pistorius ist ein erfahrener Fachmann der inneren Sicherheit. Er weiß um die Bedeutung der Bundeswehr aus der Perspektive des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes. Und hier wird behauptet, die Länder seien nicht einbezogen gewesen. Vielen Dank für die Nachfrage. Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Boris Pistorius ist jetzt als Verteidigungsminister genau der richtige Mann, der nämlich die innere Sicherheit in seinem Herzen trägt und weiß ganz genau, welche Mittel und Wege beschritten werden müssen, um letztendlich das zu veranlassen, was notwendig ist. Im Zeichen der Amtshilfe hat gerade er als Verteidigungsminister auf kurzem Dienstweg es geschafft, Flugmöglichkeiten in die Türkei und Syrien auf dem kurzen Dienstweg zu bejahen. Und ich glaube, wir haben genau den richtigen Mann an der richtigen Stelle als Verteidigungsminister. Und die Absprache, die wir bis jetzt im Innenministerium der Länder hatten, zeigt mir am Hand des gemeinsamen Kompetenzzentrums, dass schon eine Absprache stattgefunden hat, nämlich in Bonn.
ist das gemeinsame Kompetenzzentrum entstanden, was übrigens mit 6 Abgeordneten aus den Innenminister der Länder bestückt wird. Danke. Bundesinnenminister Nancy Faeser hat nun dafür gesorgt, dass die Referenzszenarien der Konzeption der zivilen Verteidigung überarbeitet werden. Auch die 34 Jahre alte Rahmenrichtlinie für die Gesamtverteidigung wird von uns aktualisiert und nicht von Ihnen. Daran steht zu Recht, dass Katastrophen nicht vor Landesgrenzen Halt machen. Das haben wir bei der Flutkatastrophe 2021 gesehen, und das erleben wir auch infolge des Krieges in der Ukraine. In jeder Katastrophe gilt es, die Menschen zu schützen, unterzubringen und zu versorgen. Dafür ist es zwingend erforderlich, dass die Ebenen zusammenarbeiten. Die Europäische Union, der Bund, die Länder und die Kommunen sowie die Hilfsorganisationen und auch die Privatwirtschaft. Und das passiert auch. Erstens mit dem gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz. Das Zentrum ist die Grundlage für eine wirksame Zusammenarbeit aller Akteure. Frau Kollegin Lindholz, hören Sie auf, zwischenzurufen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die Frage, und dann ist gut. Zweitens, das gemeinsame Melde- und Lagezentrum in jeder Notlage, der Dreh- und Angelpunkt für die Zusammenarbeit von EU, Bund, Länder und Kommunen. In der Pandemie, bei der Verlegung von Schwerverletzten aus der Ukraine und zuletzt bei der Koordinierung von Hilfen für die Türkei und Syrien. Deshalb ist es wichtig, dass das BBK im Haushalt 2023 146 neue Planstellen bekommen hat. Neben dem Kompetenzzentrum und der Resilienzstrategie haben Bund, Länder und Kommunen im vergangenen Jahr erstmalig und erfolgreich einen bundesweiten Warntag durchgeführt. Das System der Handywarnung hat alles in allem gut funktioniert. Wahnsinn, Wahnsinn. In diesem Jahr wird der erste Bevölkerungsschutztag dafür sorgen, dass das Bewusstsein der Menschen für das Thema Katastrophenschutz zu stärken ist. Gleichzeitig haben wir das Sirenenförderprogramm verlängert und weitere Mittel bereitgestellt. Mit dem gemeinsamen Kompetenzzentrum und den Koordinierungsstab kritischer Infrastruktur hat das BMI schnell auf die neue Lage reagiert. Dort werden die Herausforderungen beim Schutz der kritischen Infrastruktur koordiniert. Mit dem Eckpunktepapier für das Kritis-Dach-Gesetz hat das BMI den Rahmen für die gesetzliche Neuregelung abgesteckt. Auf dieser Grundlage werden wir das Gesetz noch in diesem Jahr beschließen. Mit der Cybersicherheitsagenda hat Innenministerin Nancy Faeser frühzeitig im Juli 2022 die Voraussetzung geschaffen, um die Cybersicherheit strategisch neu aufzustellen und deutlich mehr zu investieren. Sehr geehrte Damen und Herren, die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit gehören zusammen. Deshalb arbeiten wir daran, den Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe zu verbessern. Dabei sind wir bereits ein gutes Stück vorangekommen. Im Bereich der inneren Sicherheit ist der Großteil der nationalen Sicherheitsstrategie bereits geschrieben. Insofern sind wir auf einem guten Weg, die äußere mit der inneren Sicherheit in Einklang zu bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ingo Schäfer war der letzte Redner zur nationalen Sicherheitsstrategie für Deutschland, ein Antrag der CDU/CSU. Dieser Antrag wird jetzt sicherlich in dieser Sekunde in den Ausschuss verwiesen.